So, wenn ihr unterschiedliche Blumen habt, wie ich jetzt hier, dem anderen auch hier, es wird auch wieder eine kurze, sehe ich gerade, habe ich übersehen. Das heißt, dann schneide ich hier ab. Habe also drei kurze Tulpen, habe ein paar lange Tulpen. Auch hier gerade abschneiden. Und ihr möchtet trotzdem die irgendwie, ohne dass die kleinen, kennen wir ja, die rutschen dann zu tief rein und hängen dann so am Rand und es sieht einfach nicht schön aus. Und dann habe ich hier noch Rosen, die ich auch noch da abarbeiten möchte. Und kann aber jetzt nicht so einen tollen Floristenstrauß machen. Dann gibt es einen ganz einfachen Trick. Dafür braucht ihr eine Heißklebepistole. Nehmt euch die Größe vom Rand, so in etwa von der Vase, um die es geht. Ich skizziere das mal so ein bisschen mit der Heißklebe, so in etwa, damit ich ungefähr weiß, wie. Soll aber ja nicht festkleben. Jetzt habe ich hier sozusagen meinen, den in etwa Kreis. Das ist etwas ein bisschen extra, ein bisschen größer, weil das ist nachher wichtig. Ihr werdet auch sehen dann gleich warum. Und da mache ich mit der Heißklebe ein Netz, male ich da rein. Also muss gar nicht gleichmäßig sein, sondern je nachdem, wie ihr es wollt, ob ihr kleine und große Stängel habt. Mache ich nochmal. Kleine Möglichkeiten. Mach den Rand noch einmal ein bisschen dicker. Weil das wird unsere Steckhilfe, unser Halt für die Blumen werden. So, wenn ihr fertig seid, bei mir sieht das Gitter so aus. Das legt ihr dann oben drauf. Nehmt euch zwei Blumen, die ihr sowieso rechts und links vielleicht haben möchtet, damit schon das erste Gewicht so ein bisschen verteilt ist. Und die habe ich jetzt schon vorbereitet, gerade abgeschnitten. Dann für die Tulpe nehme ich vielleicht hier einfach so ein, ja, vielleicht nicht, doch nicht ganz so enges, vielleicht dieses Loch. Die wird ja dann noch wachsen. Und auf die andere Seite kommt sozusagen der Gegenpart in die Mitte. Ich habe jetzt eine Rose, die ich schräg angeschnitten habe. Die möchte ich in der Mitte so etwas höherstehendes drin haben. Und durch das Netz bleibt die halt dann auch in der Mitte, ohne dass ich irgendwie stecken muss. Dann habe ich eine, die ein bisschen kürzer ist. Die unteren Blätter habe ich entfernt. Die kommt hier hin und eine dritte, die ist noch etwas kürzer. Die kommt hier. Und jetzt, je nachdem, wie engmaschig ihr das Netz macht, umso enger könnt ihr dann entscheiden, wo was hinkommt. Dann habe ich ja noch die ganzen kurzen Tulpen. Die finden jetzt auch einfach Platz. Die kann ich jetzt auch hier super in der Höhe reinstecken oder in kleine, große Netze, Netzlöcher, wo sie gut Halt haben und mir dann einfach auch gut gefällt. So, und hier möchte ich jetzt einfach auch noch eine Hyazinthe reinmachen. Die hatte ich auch, ich hatte es in dem Erklärvideo von gestern mit drin gehabt. Und die gut haltbar sind, nicht ihren Schleim absondern. Genau so, jetzt habt ihr hier, dann muss hier noch, könnt ihr noch was rein wegen halt. Vielleicht mache ich hier noch mal auf der anderen Seite noch eine zweite Hyazinthe. Je nachdem, was ihr habt und ich zeige schon mal, das ist so der Zwischenstand. Das heißt, hier sind schon mal verschiedene. Und jetzt mache ich noch in diese Zwischenräume, werde ich noch grün machen, ein bisschen Schleierkraut. So, jetzt finde ich das eigentlich schon ganz schön mit dem Grün. Nur die Äste sind mir einfach zu lang. Ich möchte sie aber auch nicht abschneiden, sondern was ich schön finden würde, einfach hier so eine Biegung. Dafür nehme ich jetzt einfach einen Draht und wickel ein bisschen
vorsichtig die Blätter und dann binde ich die zu einer Rundung, weil ich mache sie an sich selber zu einem kleinen O oder kleinen Kreis, binde ich sie locker zusammen. Dadurch habe ich da sozusagen eine etwas andere Form und finde das eigentlich jetzt so ganz schön. So, ich hoffe, es gefällt euch. Und wie jetzt alles in dem Gitter und damit ist alles luftig. Das heißt, es ist nicht zusammengequetscht, nur damit es irgendwie hält, sondern alles konnte in das Gitter reingesteckt werden. Und das könnt ihr bei jeder Vase machen. Und man sieht das Gitter überhaupt nicht von hier aus. Viel Spaß beim Nachmachen.